Hallo David, herzlich willkommen zu Vlog Nummer 3 aus Asien. Wir sind wieder in Kyoto an der Station. Wir haben unseren Hoteltest erfolgreich fertig gedreht. Jetzt geht es zurück nach Osaka. Wir werden eine Menge erleben. Wir werden eine Menge tolle Sachen machen. Wir werden eine Menge tolle Sachen essen. Wir holen jetzt unsere Koffer raus und dann geht's ab. Thank you. Thank you. Guck mal hier, das hier ist der Bus, mit dem wir gerade gekommen sind. Ich schwöre, die Autos sind viel kleiner von außen, aber aus irgendeinem Grund haben die genauso viel, wenn nicht mehr Platz, als die Autos, die wir haben. Also ich weiß nicht, ob bei uns so übelst viel Verschalung und so da ist, die hier einfach nicht brauchen. Guck dich mal den Bus an. Ich habe das Gefühl, dass das alles viel boxiger ist als bei uns. Ja, aber so viel schlauer genutzt der Platz. Guckt euch den Bus mal an. Das hier ist ein Omnibus. 23 Sitzplätze. Der ist vielleicht so groß wie so ein etwas längerer Mercedes-Sprinter. Niemals passen da in Deutschland in so eine Karre 23 Leute rein. Ja, und auch diese, also und auch so das Standardauto der Japaner ist insgesamt so viel kleiner. Guck dir mal dieses schwarze an, das da fährt. Hey, das sind einfach so Kästen und mit vier Rädern dran. Irgendwie finde ich das geil. Ich weiß nicht warum, aber hier fahren wie auch gestern schon die ganze Zeit so Autos rum, wo Leute irgendwas brüllen. Auch hier am Bahnhof natürlich 7-Eleven. Monster Energy. Das sieht freaky aus. Den hatte ich gestern schon, der war geil. Milch. Oh nee, Alter. Boah, da fühlt man aber kurz an. Was ist das? Melon Soda. Das nehme ich. Tut dir auch irgendwas aus. 0 Gramm 56 Kalorien, 0 Gramm Zucker, 0 Gramm Fett, 14 Gramm Geilheit. Ja, dann muss ich das wohl auch. Oder nimm das Rote. Oder du nimmst das, ich nehme das Rote. Auch gut. Thank you. It's okay. Thank you. Alright, bye bye. To Kyoto. Hier ist ziemlich viel los. Die Station ist ziemlich big. Der Typ im Hotel hat uns schon gesagt, dass Kyoto ziemlich touristisch ist. Deswegen, wir nehmen das mal mit, schauen uns das an. Aber es sieht auch mit Sicherheit gut aus, aber ich erwarte jetzt nicht, dass uns das hier komplett aus den Socken ballert. Oh. Auf jeden Fall frisch. Digga, wir sind in Berlin. Ja, hier fühlt sich an wie Alexanderplatz hier. Digga, wir haben heute Nacht nur so, also wir haben erste Nacht, haben wir so gedacht, ach Digga, wir sind übelst die Profis, kein Jetlag, alles bestens perfekt durchgepennt. Heute Nacht so jeder 3 Stunden geschlafen, jetzt komplett am Arsch, müssen bis 0 Uhr wach bleiben und dann die komplette Nacht durchdrehen. Na, das finde ich ganz geil. Hast du es für den Geschmack? Es schmeckt wie, was geht? Hi. Sorry. Easy. Können wir ein Bild zusammen machen? Na klar. Was macht ihr denn in Kyoto? Urlaub? Ja, wir machen gerade eine Rundreise, sind gestern in Kyoto angekommen. Morgen geht's nach Osaka weiter. Ja, Hammer. Ich glaube, wir bei uns andersrum. Wir fahren morgen heute Nacht nach Tokio und dann die letzten Tage in Osaka. Ja, geil. Dann ready. Tipptopp. Vielen Dank, euch viel Spaß noch. Ebenso, ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Nirgendwo ist man vor denen sicher. Da laufen sie. Die Almand. Ich würde, es schmeckt wie so Ahoi-Brause, ein bisschen low. So 7 von 10, würde ich mir auf jeden Fall, schmeckt so ein bisschen wie Ulu da. Aber es ist auch so sprudelig, wo ja, meins. Würde ich mir auf jeden Fall übelst reinballern. Ich bin übrigens der absolute Süßgetränke-Fanatiker. Da finde ich, ja, ich würde ihm eine 5 geben. Ich finde es aber auch nicht geil. Das aber auch nicht. Das findest du auch nicht geil? Nee. Das finde ich Hammer. So richtig, so übelst der Diabetes-Schock. Das ja. 500 Milliliter Diabetes. Vielleicht wäre es geil, wenn wir irgendwelche Shops oder Stores gucken. Jo, sollen wir nach Klamotten? Nee. Ja, das wäre geil. Ja. Wir haben leider nur jeweils so 15 Kilo, ich habe 20 Kilo, Felix 15 Kilo Gepäck dabei. Sollen wir gucken, ob wir an der Station so ein Ding an das in die Locker einsperren? Ja, das wäre geil. Geil, dann machen wir. Ja, so ein paar Stores, ne? So ein paar frische Klamotten. Wir müssen auch noch ein bisschen was an Kamerakram holen.
alles, was wir vergessen haben. Und, aber man muss schon sagen, also man merkt jetzt schon, viele der Japaner sind einfach unheimlich gut gekleidet. Also die Leute sind mode- und designmäßig komplett auf der Höhe. Alles sieht gut aus und sehr viele Leute sehr krass gekleidet. Also vielleicht finden wir auch, kommen wir hier auch auf unsere Kosten und können auch ein bisschen shoppen. Das hier ist mein Gesicht, weil ich im Zweifelsfall, wenn ich das verliere. Ist schon passiert. Ist alles so riesengroß. Digga. What the fuck? Der ist so klein. Das hier ist ungefähr meine Augenhöhe gerade. Sorry. Ja, wir sind schon wirklich überdurchschnittlich groß. Das war eine Lüge. Überdurchschnittlich gut aussehen. Ja, stimmt. Sogar die alte Frau heute im Hotel hat gesagt, dass wir so handsome wären. Nice, come to my room. Genießer. Es wird wieder genossen. Und ich meine nicht durch die Nase. Oh, Feuerwehr. Mit Drehleiter, aber auch die sehen wieder kleiner aus als so die, die man gewohnt ist. Cool. Bin weiter auf dem Weg, haben uns die letzten Tage nicht bewegt. Deswegen haben wir gerade mal beschlossen, ein bisschen zu Fuß zu gehen. 2,5 Kilometer dahin, wo es ein paar Stores gibt. Sonne scheint, bestes Wetter, coole neue Eindrücke. Genau so soll es sein. Erster Laden. Tschüssi. Haben wir uns direkt nicht lumpen lassen. Direkt zu dem Laden, den wir schon kennen. Ja, aber ist cool. Sieht so aus, als hätten die deutlich mehr Stock als in London, wo ich auch mit Felix gemeinsam war. Wenn ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, könnt ihr auschecken. Neue Kollektion, schon sehr starke Sachen dabei. So viele knallige Farben, aber muss man bereit sein, so viel Kohle für so eine Jacke auszugeben, die man im Zweifelsfall nicht so oft anzieht. Und die Preise sind ziemlich genauso wie in Deutschland. Also es lohnt sich jetzt nicht so krank hier shoppen zu gehen oder so. Kranken kleinen Laden in so einer Gasse. Gibt so allerlei gestickte Sachen. Übelst krank gestickt. Also richtig heftig. Komplett alle Motive, übelst unten so Anime-Style. Ein bisschen Ed Hardy-mäßig. Ein bisschen zu viel, um hier irgendwie ready zu kommen und irgendwas zu finden. Aber da sind bestimmt ein paar stabile Sachen dabei. Ist auch echt, also bei dem Stick. Erste krasse Quali. Aber 200 wäre zu viel. Ja, ich glaube nicht. Do you have a dressing room anywhere? Perfect. Thank you. Oh, nice. Oh. Ja, die ist krass. Geil, ne? Ja. How much is it? Okay. Nice. Kranker Zip-Hoodie. Vielleicht geht's in Zip-Hoodie auch noch. Das Ding ist, ich hab halt Itadaki. Ich hab halt das Ding abfotografiert. Das Hangtag. Und dann guck ich, weil die Sachen sind alle aus China. Ich habe alles abfotografiert und dann kann ich gleich gucken, was die direkt beim Hersteller kosten. Thank you. Bye bye. Arigato, bye bye. Überall so Arcade, kleine Arcade-Hallen. Werden wir uns die nächsten Tage auch mal noch geben, auf jeden Fall. Neben Essensshop, alles was man braucht, Klamottenläden. Hier ist der. What's this? Weiß ich nicht, was es ist, aber da hingen zumindest ein paar Sachen. Hier nebenan ist noch Porzellan, Elektronik-Stores. In einer Straße wirklich alles. Digga, einfach so Läden mit so Tausenden wie so Vending-Machines mit allerlei Kram, kleinen Gadgets, Spielzeugen, irgendwelchen Merch-Sachen, Anime-Figuren und zwar überall. Also hier in der Straße wirklich Store nach Store nach Store nach Store. Die letzten Tage immer traditionell gegessen. Jetzt gerade an einem Wendy's vorbeigelaufen. Gibt's in Deutschland, soweit ich weiß, nicht. Deswegen werde ich mir das jetzt mal schnell genehmigen. Viereckiges Fleisch. So gesund alles. Der ist irgendwie richtig geil, jetzt so weg
back on track mit fettigem Burger und Pommes. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum mein Getränk so schnell leer war. Von 500 Millilitern sind 400 Milliliter Eis. Danke für nichts, Japan. Kirin City, Kirin Bier. Das hier ist das Brauhaus von Kirin. Also man kann hier Schnitzel mit irgendeiner braunen Soße und wahrscheinlich Spiegelei. Ja, und irgendwelche japanischen Interpretationen von Brauhaus essen. Ziemlich geil. Alles sehr deutsch, was aber auch wieder gar nicht. Ja. Secondhand-Store immer noch auf derselben Straße. Mega gut, mega, mega gut. Also wirklich mal ein Store, in dem vernünftig selektiert wurde. Richtig geil organisiert. Man findet alles von Standards wie KH Double Knees über übelst viel Patagonia-Zeug, North Face. Wirklich allerlei Verrücktheiten. Richtig, richtig stabil. Und hier oben ist jetzt mehr so Outdoor-Bereich. Das ist jetzt, ne? Also so Military-Stuff und so. Also hier Double Knees in allen Formen, Farben, komplett aufgereiht. Komplett perfekt. Hier geht's weiter für alle Techwear-Atzen, die ganzen Patagonia-Sachen, Patagonia, die kosten alle so 30 Euro in allen Formen und Farben. Hier unten geht's weiter, so eine wirklich stabilste Jacken, also wirklich richtig, richtig stark. Für alle, die mal in Kyoto sind, so heißt der Laden, sehr krass, sehr, sehr krass, wirklich. Egal wo du hingreifst, greifst geile Sachen. Dickies Jacke, Two-Tone, Bomber. Wir sind wieder in Osaka. Felix hat sich was zu essen geholt. Wir haben heute Nacht so wenig geschlafen. Aua, die Tür ging zu langsam auf. Dass wir jetzt hier in der Main Train Station in Osaka in dieses Hotel gehen für ein paar Stunden und probieren ein bisschen zu pennen, wenn die hier was frei haben. Das wäre auf jeden Fall der Traum, weil um 0.30 Uhr geht das nächste Hauptkanalvideo los in einem Schlafzug. Aber da geht die Fahrt eben von 0.30 Uhr bis 7 Uhr morgens und morgen drehen wir dann 100 Euro in und also 100 Euro in Tokio. Und da werden wir auch wieder den ganzen Tag unterwegs sein, also lieber jetzt nochmal ein paar Stunden pennen und dann wird quasi innerhalb von 16 Stunden zwei Hauptkanalvideos gedreht. Let's go. Ein kleines Zimmer. Wir können jetzt noch ein paar Stunden pennen. Alles wunderbar. Ich bin super happy. Das ist das Einzige, worauf es ankommt. Kurze Roomtour. Bett, Doppelbett. Dann Sitz mit Massagefunktion. Wir haben eine Menge Klimaanlagen. So, das hier hoch machen. Nice. Aber einen wunderschönen Sonnenuntergang über Osaka da vorne. Und hier geht es ins Badezimmer. Gerade für zwei Arbeitskollegen, die gemeinsam unterwegs sind, wieder perfekt ausgestattet. Und das war's. Jetzt wird gepennt bis ungefähr 11 Uhr abends. Und dann geht's ab in den Nachtzug. Ich bin fertig. Jetzt schon. Der ganze Lachs geht jetzt noch 2,5 Wochen weiter. Aber was hätten wir haben können, wäre das Zimmer zur anderen Seite gewesen. Genau das. Digga. Richtig, richtig krass. Heftig. Wir haben 24 Uhr, sind wieder auf den Beinen, 5 Stunden geschlafen in diesem Kurzzeithotel. Hier, das sieht aus wie Montes Albtraum, Süßigkeitenkästen im letzten 7-Eleven, der offen hat. Felix ist fleißig am Filmen. Wir ballern uns Bento-Boxen und jetzt gleich geht's rein in den Zug. Das wird nice. Soll ich euch erzählen? Ich liege in einem japanischen Schlafanzug, in einem japanischen Schlafzug von Osaka nach Kyoto. Es hat alles funktioniert. 6 Stunden nochmal in diesem Hotel gepennt. Wir haben jetzt wieder 3 Uhr nachts und jetzt schneiden wir noch diesen Vlog hier. Denn wir hustlen, weil es Spaß macht. Und jetzt ziehen wir weiter durch und wenn das durch ist, dann haben wir wahrscheinlich noch so 2-2,5 Stunden zu pennen Richtung Tokio und dann geht morgen die größte Serie los. Also ist sehr wichtig, dass wir morgen fit sind und die 2,5 Stunden noch pennen und deswegen werde ich das jetzt irgendwie tun. Ich hoffe, euch gefallen die Vlogs. Lasst mir gerne ein Like da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns morgen oder so wieder aus Tokio.